Wir schauen uns dort die Rolle des Lernbegleiters oder der Lernbegleiterin an. Wir sind mit diesem Monatsfokus schon gestartet, hatten Anfang des Monats schon einen Termin mit, mit Silke Weiß, die dort auch in dem Bereich unterwegs ist als Expertin. Und könnt ihr euch auch gerne nochmal die Aufzeichnung anschauen auf unserem YouTube-Kanal. Auch in unserer Community haben wir noch einige Unterlagen und Material zu dem Thema, also ganz viel Lesestoff, Interviews, was ihr euch anschauen könnt. Und heute freue ich mich, dass der Markus dabei ist. Der Markus ist auch Lehrer und ganz tief in dem Thema Lernbegleiter drin und möchte euch gerne einmal einen Einblick geben, wie das an seiner Schule aussieht. Ja, Markus, gerne an dich. Ups, jetzt bist du gemutet. Einen Moment. Geht's jetzt? Ja. Okay. Ich weiß nicht, warum ich rausgenommen war, aber offensichtlich. Gut, also ich bin Markus Plietsch hier in Marburg an der Richtsberg-Gesamtschule Lehrer und Lernbegleiter und wollte erzählen, wie sich meine Schule auf den Weg gemacht hat vor vielen Jahren und wie so diese Entwicklung zum Lernbegleiter ihren Weg genommen hat. Das ist nämlich eine längere Sache und nichts, was man sozusagen von heute auf morgen so einfach umschalten kann, weil es ja eben viele systemische Zusammenhänge hat von der Schule her. Die muss es ja hergeben, dass man als Lernbegleiter arbeiten kann. Und ich würde sagen, wir haben vor ganz vielen Jahren angefangen, Räume, also zeitlich Zeiträume in der Schule zu schaffen. Im Schulvormittag einzelne Stunden waren das am Anfang. Das hieß damals Blitz, Bildung, nein, Bewegung und Lernen in individuellen Zeiten und Zonen. Ganz ein ganz verschwurbeltes Ding, aber Blitz abgekürzt. Und das war, glaube ich, so einer der ersten Schritte, dass wir versucht haben, im Schulvormittag Platz zu schaffen, in denen Schüler individuell sich auch was aussuchen können, in denen man aber auch Zeit hat, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Und das ist mit Sicherheit schon über 10 Jahre her, dass wir sowas angefangen haben einzurichten. Ein kleiner Schritt nur, aber ein wichtiger Punkt, um eben Möglichkeiten zu haben, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann weiter in den kommenden Jahren angefangen, das Zeitraster des Vormittags weiter zu gestalten und zu entwickeln und haben dann ein Ganztagsband irgendwann in den Schulvormittag genommen. Das heißt, nach der vierten Stunde kommen zwei 40-minütige Stunden. Das ist das Ganztagsband im Schulvormittag. Und damit hatten wir dann wieder gute Möglichkeiten, den Schülerinnen und Schülern Angebote zu machen, aber eben auch mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, auch beratend, und begleitend uns an die Schüler wenden zu können. Und gleichzeitig, was auch sehr wichtig ist, haben wir eine Teamentwicklung gemacht. Das heißt, wir haben angefangen, in Jahrgangsteams zu arbeiten, auch schon vor über 10 Jahren. Denke ich, fing das ganz klein an und wurde dann ausgeweitet von Jahrgang zu Jahrgang, wuchs das hoch in Jahrgangsteams, dass man enger zusammengearbeitet hat. Und das war eine wichtige Voraussetzung, dass man eben institutionalisiert regelmäßig über Schülerinnen und Schüler auch sich beraten hat mit den unterschiedlichen Fachkolleginnen und Kollegen, aber auch mit den, ja, wir haben ja bei uns an der Schule auch Förderschulkräfte und ganz unterschiedliche Kompetenzen. Und von daher war das sehr
gut und wirksam für uns, dass wir uns ein umfassenderes Bild gemacht haben von Schülerinnen und Schülern, was dann eben auch wieder uns geholfen hat, uns in die Lernbegleitung zu begeben, peu à peu. Ja. Rückblickend würde ich sagen, ist das keine schlechte Sache, wenn man institutionalisiert in Teams zusammenarbeitet und da auch die Möglichkeit hat, pädagogisch regelmäßig zu sprechen, also nicht vierteljährlich oder halbjährlich oder ganzjährlich einmal, sondern eben wöchentlich sich auseinanderzusetzen über Schülerinnen und Schüler. Das hat mitgeholfen. Gab auch noch andere wichtige Aspekte, aber ich denke, das sind so recht grundlegende Sachen. Dann kam dazu, dass wir bei uns in der Schule Kulturschule geworden sind. Das ist so ein Programm des Landes Hessen, das beinhaltet, dass auf der einen Seite die Künste an sich gestärkt werden, aber vor allem auch in alle Unterrichte reingenommen werden sollen. Das heißt, ästhetische Ansätze in allen Fächern, dass man versucht, eben tänzerische, darstellende Spiel und malerische, bildnerische Dinge mit reinzunehmen, im weitesten Sinne. Und damit schafft man eine veränderte Unterrichtssituation, die letztlich wieder auch eher ermöglicht, sich begleitend an vielen Stellen an die Schülerseite zu stellen und nicht mehr frontal oder in so einer Art zu arbeiten, sondern Schüler mehr bei ihrem Tun zu begleiten, anzuregen, selber kreative Wege der Auseinandersetzung zu finden und sie dann in diesen Wegen zu begleiten und nicht alles vorzugeben, sondern auch schwierige Situationen mit Schülern natürlich dann aushalten zu müssen. Das ist, kommt natürlich immer wieder auch vor. Aber das war auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und was aus meiner Sicht dann schon richtig in die Richtung Lernbegleitung und Beratung ging, war dann die Entwicklung, dass wir angefangen haben, schülerzentrierte Entwicklungsgespräche zu führen mit Schülerinnen und Schülern und auch Eltern. Also jeder kennt ja den klassischen Elternsprechtag. Und so Speed-Dating-mäßig geht es da durch und die Eltern hetzen von Lehrer zu Lehrer. Die Lehrer haben einen Elternteil nach dem nächsten und wir haben gesagt, das hat so keinen Sinn. Wir brauchen häufigere und vor allem längere Termine und intensivere Gespräche, die aber letztlich nicht zwischen Eltern und Lehrern stattfinden sollen, sondern indem wir die Möglichkeit haben, dass tatsächlich Schülerinnen und Schüler sprechen und über ihre Entwicklung sprechen. Und ich glaube, das war so ein wichtiger Punkt, wo wir sagen können bei uns, ja, das ging schon in die Richtung Lernbegleitung. Ist natürlich eben eine punktuelle Sache, weil sowas ja einmal im halben oder Vierteljahr stattfindet und nicht sehr häufig, aber es ist eben ein Ansatz. Ich würde sagen, das waren so die Dinge, die im Vorfeld passiert sind und viele andere mehr, aber das waren, glaube ich, wesentliche Dinge. Und dann kam es dazu, dass wir unsere Schulentwicklung nochmal völlig neu überdacht haben und das Perlenwerk entwickelt haben. Perlenwerk ist die Zusammenziehung von personalisierte Lernumgebungen und Werkstätten. Und das haben wir gemacht, weil wir eben den Eindruck hatten, dass das klassische Fachunterrichten vor einer vollgestopften Klasse nicht mehr so diesen Effekt hat, den man eigentlich haben möchte. Wir hatten oft das Gefühl, viele Schülerinnen und Schüler sind nicht dabei. Viele Kollegen kennen das. Man unterrichtet, 5 sind dabei. 5 sind gelangweilt, 10 machen was anderes, 3 nerven alle, weil sie eben so gelangweilt sind oder abgehängt, dass sie so ein Theater veranstalten, dass kaum Unterricht möglich ist. Und da ja unsere Schule auch an einem Brennpunkt ist, hatten wir auch nicht nur einfache Schüler, das ist auch jetzt noch so, sondern wir haben auch schwierige Schülerinnen und Schüler und
wir haben uns auf den Weg gemacht, etwas zu verändern. Auch eben dadurch, dass wir viele Erfahrungen gemacht hatten durch die Entwicklungen, die wir vorher genommen haben, wollten wir auf jeden Fall etwas anderes. Und wir hatten dann, es gibt ja immer Situationen, die dann Auslöser sind, dass man die Veränderung konkret angehen kann. Und bei uns war das so, dass Umbauten stattfinden mussten von städtischer Seite aus Brandschutzgründen und also was ganz Banales eigentlich. Und wir dann in dem Zusammenhang gesagt haben, ja, wenn umgebaut wird, dann aber bitte ja so, dass wir auch zukunftsträchtig arbeiten können und versuchen können, da ja eine Schule am Ende des Umbaus zu haben, die uns ermöglicht, fortschrittlich und befriedigend erfolgreich mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Und daraufhin haben wir natürlich dann geguckt, das heißt, wir sind rumgefahren im Land immer wieder und haben hospitiert. Und das ist auch, glaube ich, eine Grundlage, die man nicht außer Acht lassen sollte, das angucken. Also gerade jetzt, heute und morgen sind drei Kollegen von mir auch wieder unterwegs und hospitieren an einer anderen Schule in Bud Oeschingen, an der Alemannenschule, die ich sehr empfehlen kann als Beispiel. Und ja, das ist sehr interessant. Wir haben uns viele Schulen angeguckt und haben uns dann auch für ein radikales Modell entschieden, wie eben auch in der Alemannenschule in Bud Oeschingen das gemacht wird. Das heißt, wir haben das Konzept völlig verändert, haben viel Zeit, in denen die Schülerinnen und Schüler selbstständig an Aufgaben arbeiten. Und in der Zeit können wir aber auch die Schüler in ihrem Arbeiten und Lernen begleiten. Und wir haben auch die Möglichkeit, beziehungsweise wir machen das wöchentlich. Geht nicht. Wir machen das wöchentlich, dass wir mit den Schülern ein Coaching-Gespräch führen. Und wir haben also eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern, jeder Lernbegleiter. Und ja, die coachen wir und insofern sind wir auch Lerncoach. Und ich habe hier leider sehr blöde Hintergrundgeräusche gerade. Ich hoffe, dass es gleich aufhört. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Oh, jetzt ist auch noch das Bild weg. Ich denke, dass ja, dass hier jetzt so ein Punkt gekommen ist, wo vielleicht einfach auch ein paar Nachfragen hilfreich sein können, damit ich weiß, in welche Richtung ich mehr erzählen soll. Du hattest gerade gefragt nach Fragen. Ne? Ich hätte da eine Frage, und zwar, wie wird denn die Rolle des Lernbegleiters bei euch an der Schule verstanden? Ja, der Lernbegleiter bei uns ist natürlich eine multiple Rolle sozusagen, denn letztlich ist man ja eben immer Verschiedenes, wie ich eben auch schon gesagt habe. Wir machen ja wöchentliche Coaching-Gespräche, ja, sind also auf der einen Seite Coaches unserer Lerngruppe, das machen wir mit unseren, die sind uns ähnlich einer Schulklasse sozusagen zugeteilt, die Schülerinnen und Schüler, und begleiten uns oder wir begleiten sie für 4 Jahre oder dann also von der 5. bis zur 8. Klasse und später dann von die 9. und 10. noch. Und das ist der eine Bereich, wo wir eben auch zusätzlich so etwas wie Klassenlehrer sind und diese Funktion des Klassenlehrers auf jeden Fall eben alle ausüben. Das ist das eine. Wir sind natürlich auch Fachlehrer und Lehrer drin unserer Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir sind für die in dem ganzen Perlenwerk, die Schülerinnen und Schüler haben, für die sind wir Fachlehrer in Deutsch, Mathe und Englisch und so weiter. Und sind da im Moment eben natürlich durch Corona etwas eingeschränkt, was die Breite angeht. Normalerweise sollen sich Schülerinnen und Schüler schon auch eben aussuchen können, welcher Fachlehrer für sie zuständig ist in einem Fach. Aber im Moment geht das nicht, weil wir eben feste Gruppen bilden müssen. Aber
eigentlich ist man eben auch Fachlehrer von, sagen wir mal, ungefähr 60 Schülerinnen und Schülern. Man gibt ja auch Veranstaltungen für die Schülerinnen und Schüler, wir nennen das Anleitungen, also so eine Art Input, ja, wenn Themen neu aufgerissen werden, zum Beispiel, oder bestimmte Unterthemen besprochen werden, dann gibt man eine Anleitung, das findet täglich statt in den Fächern. Das sind so kleinere Veranstaltungen, ja, ich sag mal von einer Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr. Und die Teilnahme dabei ist teilweise freiwillig. Ja, Schülerinnen und Schüler gehen da hin, weil sie ein Interesse haben, was zu erfahren oder noch Erklärungsbedarf haben. Und es gibt auch andere Veranstaltungen, die man gibt, wo diskutiert wird oder so. Außerdem ist man auch als Fachlehrer in der Lernlandschaft, steht man zur Verfügung. Und ja, da können Schülerinnen und Schüler jederzeit eben kommen und einen fragen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen das nicht so genau mit der Fachzugehörigkeit. Die fragen also gerne Lehrerinnen und Lehrer, zu denen sie Vertrauen haben und gerne dann kreuz und quer durch alle Fächer. Aber ja, so ist es eben. Und also man hat die Rolle des Klassenlehrers, man hat die Rolle des Fachlehrers und man hat die Rolle des Lerncoach, Lernbegleiters für seine, also mindestens für seine eigene Lerngruppe. Oft aber eben auch, wenn jemand fehlt, von denen, mit denen man enger zusammenarbeitet. Im Prinzip kennt man schon ein paar mehr Kinder und begleitet die eben auch, ja, einmal fachlich und zum anderen auch, wenn Kolleginnen oder Kollegen krank sind. Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Rolle des Lerncoaches. Verwendet ihr diese Begriffe als Synonyme oder sind das nochmal Rollen, die man differenziert betrachten sollte? Naja, also wir verwenden die nicht differenziert, aber ich könnte zumindest jetzt differenzierend sagen, eben der Lerncoach ist einmal das, oder ja, wenn ich eben mit meiner Lerngruppe eben auch Coachings direkt mache und mich mit meiner Lerngruppe befasse und mit ihnen eben intensiv auch metamäßig darüber spreche, wie ihr Lernen stattfindet und wie sie erfolgreich sein können. Und die Lernbegleitung betrifft eben vor allem dann auch meine Rolle als Fachlehrer in der Lernlandschaft, wo ich eben zusammenarbeiten kann mit Kindern, die daran Interesse haben, ja, oder bei denen ich den Eindruck habe, hier gibt es eine Notwendigkeit, hier muss ich noch ein bisschen Leseförderung machen, hier muss ich noch ein bisschen dies oder das mit dieser Schülerin oder dem Schüler eben machen und mich intensiver dann eben auseinandersetzen mit dem, woran Schülerinnen gerade arbeiten. Mhm. Wir haben noch eine Frage von den Teilnehmern bekommen und zwar fragt die Heike, wie sind die Erfahrungen bezüglich des selbstständigen Lernens, wie Motivation, Ausdauer? Kannst du dazu was sagen? Auf jeden Fall. Die Schülerinnen und Schüler müssen es ja in der 5. Klasse dann neu lernen, wenn die zu uns kommen. Und das ist wie immer, manche lernen das ganz schnell, die brauchen dafür ungefähr 2 Wochen. Und dann finden die sich zurecht in so einem System und auch mit dem selbstständigen Arbeiten. Das sind natürlich wenige. Und andere brauchen ein halbes Jahr, um in so eine selbstständige Arbeit reinzukommen. Selbstständig heißt ja, ist ja nicht völlig auf sich gestellt, sondern man spricht ja eben wöchentlich darüber und hat jederzeit Unterstützung. Es sind immer viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die ansprechbar sind und die sich teilweise auch von selbst eben um Schülerinnen und Schüler kümmern, die von denen sie wissen, hier tut es Not. Und es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die brauchen ein ganzes Jahr dafür. Und ich sag mal, die Corona-Zeit war für viele
jetzt auch was, was Sie so ein bisschen durcheinander gewürfelt hat nach Corona und den Sommerferien? Mussten sich da viele erst wieder ranarbeiten an das Selbstständige. Wobei, wie kann man, ja. Wobei sie das eben in großen Teilen zu Hause sehr selbstständig gemacht haben und wir auch über Videocoaching gemacht hatten in der Zeit des Lockdowns. Trotzdem hatten wir den Eindruck nach den Ferien, dass so nach 6 Wochen Unterbrechung da schon so ein, ja, erstmal ein neuer Lernprozess bei vielen stattfinden muss. Das ging dann aber auch zügig. Ja, ja. Jetzt hört man immer wieder auch so kritische Stimmen, die sagen, wie kann ich denn die Schüler so individuell betreuen bei einer Klassenstärke von 30 Schüler und Schülerinnen und uns so eine Rolle einnehmen und dann gleichzeitig aber auch die Lehrpläne einhalten. Wie geht man mit solchen Fragen um? Das geht tatsächlich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres. Also 30 Schülerinnen und Schüler so zu betreuen in dem Zeitraum von, jetzt nehme ich mal mein Fach Deutsch, man hat mal die vielleicht 5 Stunden die Woche, ja, diese 30 Kinder, in dem Zeitraum lässt sich das vermutlich so in dem Umfang nicht machen. Ich denke mal, wenn man diese Situation hat und anfangen will mit Lernbegleitung, dann muss man sich versuchen, wenn man seinen Unterricht so organisiert, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, auch selbstständig zu arbeiten in einem gewissen Zeitraum, ja, dass man von den 5 Stunden 1 oder 2 Stunden für als Lernzeit nimmt, in dem die Schülerinnen und Schüler selbstständig an Aufgaben arbeiten, dann hat man etwas Zeit, tatsächlich mit Einzelnen ein bisschen zu arbeiten. Das kann natürlich aber nicht den Umfang haben, ja, von dem ich jetzt gerade berichte. Das geht ja nur, wenn man tatsächlich die Schule so umstellt, dass man den Zeitrahmen hat. Aber man kann anfangen, begleitend mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten an ihren Arbeitstechniken. Und das haben wir eben in Ansätzen auch gemacht, bevor wir die Umstellung hatten. Aber das betrifft dann eben, da fallen auch viele dann, also andersrum, die Begleitung kriegen natürlich vor allem die es nötig haben dann in so einem System, ja, wo man eben immer, aber das ist letztlich in unserem System auch so, dass natürlich vor allem man sich immer Zeit nimmt für Schwierigkeiten. Und wenn es gut läuft, dann kann man auch mal, also nicht einfach alles ausfallen lassen, aber dann kann man so die Zeit einhalten. Aber bei Schwierigkeiten ist es so, dass man oft eben mehr Zeit braucht. Die Zeit fehlt am Ende immer. Und die Frage des Lehrplans kam ja jetzt noch dazu. Das hat ja damit erstmal nichts zu tun, denn den Lehrplan kann man ja auch mit Aufgaben zum Selbstlernen abdecken. Also die müssen ja nicht außerhalb des Lehrplangeschehens sein, die Aufgaben. Ja, da kamen jetzt auch nochmal Rückfragen im Chat, ob denn nicht auch eher Kompetenzen im Vordergrund stehen. Und ich kann mir auch vorstellen, das ist ja eben diese Schwierigkeit, diese Vorgaben im Lehrplan, dass man eben sagt, ich kann all diese Angebote, auch außerschulische Angebote, gar nicht so wahrnehmen, weil ich hier so eingeschränkt bin durch diesen Lehrplan. Da hätte auch sogar jemand einen Lösungsansatz, gerne, Tiki. Kannst du darauf eingehen, wie man vielleicht eher über ein Lehren von Kompetenzen und auch das Begleiten in der Kompetenzentwicklung, wie man da als mit der Rolle umgeht und darüber vielleicht auch dieses gesehene Zeitproblem vielleicht verargumentieren kann. Ja, ich denke, die Entwicklung dahin, dass man versucht, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln, das ist natürlich auch da
wichtig und wesentlich, genauso wie in allen anderen schulischen Zusammenhängen auch. Ich glaube, das hat jetzt konkret den Zusammenhang nicht, dass man sagt, man kann da mehr oder weniger gut kompetenzorientiert arbeiten. Ja? Ich denke, es ist wichtig, dass natürlich in Englisch eine sprachliche Kompetenz entwickelt wird, unabhängig davon, in welchem Schulsystem gearbeitet wird. Und so ist es sicherlich mit allen anderen Kompetenzen auch, dass einfach bestimmte Schreib- und Lese- und Sprachkompetenzen jetzt in sprachlichen Fächern und entsprechend auch in den anderen unterrichtet werden und dass wir versuchen, einen Fokus darauf zu legen, dass Schülerinnen und Schüler das können, weil es ja auch letztlich relevant ist, dann, wenn sie einen Abschluss machen sollen und am Ende auch weiterführende Schulen besuchen. Ja, da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, weil die Konzeption, die ich jetzt kurz vorstelle, ist eigentlich relativ einfach. Wir sind beim letzten Barcamp am vergangenen Wochenende EduCamp und OR-Camp, also Open Educational Resources, drauf gekommen, dass es eigentlich Sinn machen würde, in diese offenen und freien Lernangebote diese projektorientiert aufzubauen und diese Projektorientierung, das ist das eigentlich Wichtige und Neue, dass der Lehrplan mit eingearbeitet wird. Das heißt, dass praktisch jedes Projekt 5, 6, 7 Fächer hat. Die werden prozentual eingeteilt, wie viel von jedem Fach, was im Lehrplan steht, in das Projekt mit einfließt. Und dann hast du im Endeffekt die Möglichkeit, über ein Projekt verschiedene Fächer zu erschlagen, die im Lehrplan stehen. Ich sage es jetzt bewusst so, weil der Lehrplan ist nämlich immer das eigentliche Problem. Den kriegen wir zeitlich nicht durch. Und wir müssen dann immer hetzen. Also wäre es eigentlich besser, wir würden es projektorientiert machen, können einen Lehrer einsetzen, um das Projekt zu betreuen, haben aber beispielsweise 5 Fächer drin. Und damit werden natürlich von der Zeit die anderen Lehrer frei und können Betreuungsaufgaben aufnehmen. Das ist eigentlich der Grundgedanke dahinter. Das hat ja auch mit dem Friday was zu tun, ist aber jetzt eben nicht auf diese Friday-Projekte, die diese 17 Ziele von der UNESCO verfolgen, gesehen, sondern es geht darum, den Lehrplan in die Projekte mit einzuarbeiten, die Projekte über die Suchmaschine auch entsprechend auffindbar zu machen, dass ich sage, ich brauche jetzt ein Projekt, da sind 10% Mathe drin, 20% Englisch oder sonst irgendwas. Und da sind wir jetzt gerade dran, mal zu definieren, wie überhaupt der Aufbau eines Projekts aussehen müssen, welche Inhalte müsste man denn eigentlich irgendwie klassifizieren, damit man sowas dann auch finden kann und dass man es als Projekt anbieten kann in der Schule, aber nichts vom Lehrplan verliert, sondern dass man eben den Lehrplan abdecken kann. Und das ist jetzt im Moment noch die Schwierigkeit. Das sind wir schon am Sprechen, aber das dauert noch ein bisschen, weil wir hatten jetzt gerade das Wochenende hinter uns und das geht jetzt halt sukzessive auch Woche für Woche weiter. Ich denke, dass wir bis Weihnachten was haben und dass dann vielleicht auch schon das erste Material da ist, dass man so eine Art Muster hat, wo dann auch alle Lehrer sagen können, wir probieren das bei unserer Schule, versuchen wir den Lehrplan für die nächsten 2 Wochen umzusetzen in verschiedene Projekte. Das könnten wir ja vielleicht mal an Weihnachten machen und im neuen Jahr einfach mal probieren, nach den Ferien dann, egal wie lange die jetzt sein werden. Und dann kann man so die erste Woche einfach mal austesten, ob das funktioniert oder nicht. Das wäre vielleicht dann ein Ansatz. Ja, klingt super spannend. Komm gerne auch nochmal auf mich zu, Tiki, wenn du in unserer Community bist, auf Slack. Ja, es gab da ein Projekt, super. Es gab da ja ein Projekt, was auch daran gearbeitet hat. Das hat das jetzt nicht weiter verfolgt, aber vielleicht helfen euch ja die Arbeitsergebnisse weiter. Ist ja eh alles vernetzt. Ist bloß leider zu viel manchmal. Ja, so viele Möglichkeiten. Ja, ich wollte dazu sagen, wir verfolgen einen ähnlichen Ansatz in den Fächern der Lernbereiche. Also naturwissenschaftliche Fächer und gesellschaftswissenschaftliche Fächer, Religion und Ethik. Das ist nämlich der Bereich der Werkstätten bei uns. Die sind jetzt nicht in dem Sinne Projekte, aber das sind vierteljährliche Lehrgänge sozusagen, aber Lehrgang ist auch das falsche Wort, Veranstaltungen, eben Werkstätten, in denen Schülerinnen und Schüler zu einem Thema arbeiten. Und es soll möglichst fächerübergreifend sein, dass man eben aber klar hat, welche Fächer stecken darin oder welche Kompetenzen aus welchen Fächern sind Bestandteil dieser Werkstatt. Ja.
Und ich denke, letztlich kann man damit ganz gut auch viele Punkte tatsächlich aus den Lehrplänen erfassen und auch sinnvoll zur Anwendung bringen. Ist das dann auch Teil des Perlenwerks, wovon du erzählt hast? Genau, das Werk steht für die Werkstätten. Personalisierte Lernumgebung und Werkstätten. Und die personalisierte Lernumgebung betrifft letztlich alle Fächer, aber Deutsch, Mathe und Englisch werden eben in der Lernzeit unterrichtet und die Fächer der Lernbereiche in den Werkstätten. Und die Werkstätten liegen sozusagen im Schulvormittag verteilt, mehr oder weniger, damit man die alle unterbringen kann. Und ja, bei den älteren Schülerinnen und Schülern, wir sind ja noch im Aufbau. Wir haben 5. und 6. Klasse im Moment in diesen Lerngruppen, die im Perlenwerk arbeiten. Das soll ja in dem System bis zur 8. so gehen. Und es ist so, dass die ja zusammen dann auch Werkstätten besuchen können, auch jahrgangsübergreifend, also 5er und 6er und 7er und 8er. Und ja, in der Lernzeit können die Schülerinnen und Schüler an ihren Schreibtischen arbeiten. Wir haben also ein Lernatelier, in dem jede Schülerin ihren Schreibtisch hat, jeder Schüler, und eine Lernlandschaft, in der es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie man sich gruppieren kann zum Zusammenarbeiten. Im Lernatelier wird alleine gearbeitet, da ist leise und die Zusammenarbeit ist in der Lernlandschaft. Und ja, wenn die älteren Schüler dazukommen, die werden dann sicherlich auch Inhalte aus den Werkstätten in der Lernzeit bearbeiten. Im Moment ist es die Ausnahme. Im Moment wird in der Lernzeit vor allem Deutsch, Mathe und Englisch bearbeitet und eben die Lernbegleitung und das Coaching absolviert. Und welche Wirkung hat sich da jetzt gezeigt unter den Lehrkräften und vielleicht auch bei den Schülern? Was hat sich dadurch bei denen verändert? Ja, die Wirkung ist natürlich in ganz unterschiedlichen Hinsichten. Bei den Lehrkräften ist es so, dass man ja schon eine teilweise sehr veränderte Rolle hat. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man vorher gearbeitet hat. Ja? Also bei uns an der Schule hieß es schon vor 15 Jahren, wir unterrichten Kinder und keine Fächer. Und sehr viele Lehrerinnen und Lehrer haben sehr zugewandt das gemacht und haben eben schon lange versucht, sich den Schüler, der Lebenswirklichkeit auch der Schülerinnen und Schüler zu stellen und deren Probleme mit zu bearbeiten. Und dann ist der Schritt, glaube ich, vom Selbstverständnis her nicht so groß. Wenn man das anders handhabt, und dann ist der Schritt, glaube ich, sehr groß. Und bei uns merken wir das, weil wir ja noch beide Systeme an der Schule haben, wenn wir sozusagen eine Vertretungskraft kriegen von außen. Die weiß überhaupt nicht, was sie machen soll oft. Ja, die müssen wir sozusagen anlernen, damit die da in den Zusammenhängen sich erstmal zurechtfindet, was natürlich letztlich die Unterstützung, die ja eine Vertretungskraft darstellen soll, auch ein bisschen ad absurdum führt. Wir müssen dann erstmal zeigen, was zu tun ist, wie die Rolle ist, was man zu tun hat. Wie kann man Schülerinnen und Schüler unterstützen, die eben da mehr oder weniger selbstständig, frei fluktuierend arbeiten. Und dann kann man eben sehen, wie unterschiedlich das ist. Also wir sind natürlich dadurch, dass wir jede Woche eine Viertelstunde mit den Schülerinnen und Schülern sprechen. Mit unserer Lerngruppe sind wir ziemlich nah an denen dran. Und verändern tut sich, dass man Unterricht nicht in dem Sinne vorbereitet, sondern man bereitet Material vor mit Kollegen gemeinsam. Man arbeitet nicht mehr so, dass man irgendwie den Unterricht für die nächste Woche zu Hause am Abend spät oder sonst irgendwie immer wieder oder aus dem Kasten zieht, was man schon gemacht hat, sondern man versucht gemeinsam Material, was für alle Schülerinnen und Schüler zum Selbstlernen taugt, also auch eine gewisse Bandbreite bietet,
zu erarbeiten und es denen zur Verfügung zu stellen. Und das ist auf jeden Fall natürlich ein Unterschied zu vorher. Und man ist sehr nah dran. Es ist sehr intensiv, sehr viel Arbeit. Und der Preis zum Beispiel dafür, dass wir eben nur 15 Schülerinnen und Schüler begleiten, ist natürlich auch, dass wir sozusagen nicht eins zu eins die Stunden so bezahlt kriegen, sondern das ist mehr in Richtung eines, naja, also wir haben kein Modell von kein Zeitmodell tatsächlich, aber wir kriegen unser, also wir müssten mehr Stunden sozusagen machen für das gleiche Geld, damit es überhaupt aufgeht. Ja. Ja. Andererseits könnte man auch gar nicht. Ja. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, weil du meintest, dass eben dieses spätabends Unterricht vorbereiten oder auch am Wochenende, dass das so ein bisschen wegfällt. Gleicht sich das dann nicht so ein bisschen auch aus, wenn man da vielleicht mehr unter den Lehrkräften miteinander teilt und ich sage jetzt mal Material entwickelt, was vielleicht für einen größeren für eine größere Masse einsetzbar ist? Naja, es fällt eben nicht weg, sondern es ist anders, ja, man muss mehr zusammenarbeiten, sich mehr absprechen und ja, mehr gegenlesen und gucken, dass es eben zusammenläuft. Es ist ein anderes Arbeiten, als wenn man nur seinen eigenen Unterricht vorbereitet. Und es mag auch sein, wenn man irgendwann mal sehr weit gekommen ist mit der Entwicklung, dass man dann auch da vielleicht sogar weniger Arbeit hat. Im Moment ist es eher mehr. Und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Trotzdem ist es so, dass man durch die Zusammenarbeit natürlich oft auch ein gutes Gefühl hat, dass, ja, dass da noch jemand mit drauf guckt und man dadurch natürlich auch Anregungen für Materialien bekommt und so. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch ganz viel oder stark untereinander lernt, weil man ja viel stärker im Austausch steht und gemeinsam auch Dinge erschafft. Genau, ja. Wobei das natürlich an vielen Schulen auch ohnehin der Fall ist. Ja, das heißt, da hat man auch einen guten Anknüpfungspunkt, wenn man eben schon ein Team hat, mit dem man gemeinsam auch Materialien sichtet für die nächste Einheit oder so. Das gibt es ja auch. Dann hat man da immer schon auch einen guten Anknüpfungspunkt, wenn man sagt, wir wollen auch, vielleicht liegen auch noch die Stunden ein bisschen auf Leiste teilweise, dann kann man nämlich auch gemeinsam sich absprechen und Lernzeiten schaffen, in denen eben das gemeinsam erarbeitete Material dann auch von Schülerinnen und Schülern bearbeitet wird und man dann eben sagen kann, okay, und wir setzen uns zu Einzelnen dazu und begleiten sie in ihrem Prozess und versuchen sie zu beraten, damit sie einen guten Weg finden bei der Lösung der Arbeitsaufträge. Und wie ist denn so die Rückmeldung zu dem Material für Selbstlernen? Also ich gehe mal davon aus, Tiki, du meinst die Rückmeldung der Schüler? Ich habe den Mund zwar etwas voll, aber genau, also werden die Materialien ausgefüllt oder ist da der Rücklauf nicht so gut? Also kommt das Material zu 100% zurück, zu 80% oder 60% inhaltlich auch ausgefüllt? Naja, das kommt drauf an, was das jetzt für Material ist. Letztlich, das ist ja nicht nur etwas zum Ausfüllen, sondern es sind ja oft auch Aufträge, bei denen die Schülerinnen einen Text schreiben müssen auf Papier. Und wir arbeiten ziemlich viel digital, das heißt, die können es dann auch hochladen, können die Aufgaben sich runterladen und können die Sachen auch hochladen, damit wir sie einsehen können. Und sie können auch teilweise, das kommt eben immer drauf an, was es für ein Fach ist und was für eine Aufgabe, auch Lösungen dann einsehen, wenn sie ihre Aufgabe abgegeben haben, können dann auch nochmal korrigieren. Ansonsten, wie gesagt, sind wir ja auch dabei und oft in den Prozess der Lösung der Aufgaben eingebunden. Das heißt, wir sitzen dann auch neben Schülerinnen und Schülern und arbeiten mit ihnen zusammen mal ein Stück weit an einem Text ganz konkret oder besprechen, wie die Aufgabe überhaupt gelöst werden kann, was denn überhaupt der richtige Weg sein könnte und was vielleicht was zu tun ist. Habt ihr das dann auch teilweise schon in einem hybriden Modell?
dass die Kids zu Hause sein können, währenddem ihr so einfach wie jetzt auch mit ihnen sprecht und sie machen was? Oder geht es noch nicht? Ja, im Lockdown war das ja so. Hm. Also unsere Schülerinnen und Schüler haben alle ein Tablet und von daher sind sie erreichbar und haben immer ihren Zugang zu den Aufgaben. Wir arbeiten da mit einer Lernplattform, die wir auch mitentwickeln. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, die Verteilung der Arbeitsaufträge ja, digital zu allen Orten zu bringen. Habt ihr dann Zeiten fester ausgemacht, wo die da sein mussten? Oder habt ihr versucht, sie zu erreichen? In der Zeit des Lockdowns? Ja. Naja, da habe ich mich jeden Morgen um 10 mit meiner Lerngruppe getroffen. Das hat funktioniert. Die waren dann auch immer alle da. Ja. Super. Ja gut, die durften ja nirgends hin eigentlich. Also die waren eigentlich da. Und natürlich gab es Einzelne, die hatten mal einen Termin oder auch mal verschlafen. Es gab natürlich alles, klar. Wir haben uns da getroffen und dann hatte ich ja mit allen auch ein Coaching-Gespräch jede Woche, wo man mal länger dann zu zweit gesprochen hat. Und dann war es so, dass wir eigentlich bis 14.30 Uhr, 15 Uhr rum jederzeit auch erreichbar waren. Das heißt, wenn die Schülerinnen eine Frage hatten, dann konnten die schreiben oder auch per Video uns erreichen. Wir waren da und man konnte Unterricht machen mit Kleingruppen. Also wenn man jetzt mal mit 3, 4, 5 Schülerinnen Deutschprobleme erörtert, das kann man ganz gut machen. Wenn das viel mehr sind, dann geht es doch meistens viel durcheinander, aus meiner Erfahrung. Ja? Also lieber dann mit ein paar wenigen, aber das konnte man eigentlich gut machen. Aber das war ja nur sozusagen jetzt ja, wegen Corona so. Ansonsten findet es ja bei uns in der Schule statt. Naja, aber es wird ja vielleicht in Zukunft häufiger vorkommen, dass die Präsenzveranstaltungen nicht mehr so oft sind und dass es mehr hybriden Unterricht gibt, weil nur Fernunterricht macht ja auch keinen Sinn. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann ein System haben, wo wir so halbe Präsenz- und Hybridunterricht haben, wo es eben tagesweise vielleicht geht oder auch mal wochenweise. Ja. Weil wenn wir wieder in Richtung Lockdown kommen, dann müssen wir in der Schule wieder entzerren und das geht ja nur mit dem Hybridunterricht. Ja, also wir hatten das dann bei uns so gemacht, dass wir als nach Ende des Lockdowns, als die Schulen wieder anliefen, haben wir die Gruppen geteilt und dann hatten die eine Gruppe hatte montags, mittwochs und die andere Gruppe dienstags und donnerstags ihren Pflichttag und am Freitag konnten die Schülerinnen und Schüler kommen, die noch entweder mehr Unterstützung brauchten oder die von zu Hause, also die Betreuung brauchten. Es gab auch bestimmt so eine paar Handvoll, die jeden Tag da waren aus Betreuungsgründen oder aus sozialen Gründen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Das heißt, die gerade zu Hause waren, hatten genug Stoff in Anführungsstrichen und Möglichkeiten, an ihren Aufgaben zu arbeiten. Und die konnten uns trotzdem ja auch erreichen. Wir haben denen auch, also ich habe meine Lerngruppe, den Teil der Lerngruppe, die zu Hause waren, dann auch mit denen per Video zusammengebracht, einmal am Tag, dass man sich gesehen hat. Ja, also das in solche Abstufungen kann man jederzeit machen, wenn man so ein System hat, da eben ja die Aufgaben von vornherein so sind, dass Schülerinnen und Schüler selber dran arbeiten können. Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich Schülerinnen und Schüler informieren können. Das heißt, es sind immer Infos, das ist eine Erklärung, wie es geht, eine Anleitung. In der Schule gibt es eben die Anleitungsveranstaltungen, es gibt Lernvideos und man kann, wenn es hochkommt, ja auch den Lehrer fragen. Und das ging eben ja per Video genauso wie in der Schule, wenn er neben einem steht. Mach du. Weiß zufällig jemand die Antwort darauf, ob man den Samstag nicht wieder als Schultag mit einbeziehen könnte? Weil dann könnte man 3 Präsenztage im Wechsel machen, nicht nur 2. Habe ich schon länger darüber nachgedacht. Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Oder gibt es da eine Regelung, die den Samstag nicht wieder zulassen würde? Also ich kenne das von Privatschulen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das bei staatlichen Schulen ist. Ja, zu meiner Zeit war der Samstag noch Schultag. Jetzt merkt man auch, wie alt ich schon bin. Das hat sich dann aber geändert während meiner Schulzeit. Und dann war der Samstag plötzlich raus. Also früher gab es das. Das Einzige, was man machen müsste, mit den Verkehrsverbänden sprechen, ob die bereit sind, diesen Samstagsbus fahren zu lassen. Und ich glaube, da würden die durchaus Bereitschaft signalisieren. Weil es sind ja eigentlich nur zwei Fahrten, frühs kommen und mittags gehen. Man kann die Zeit ja dann entsprechend anpassen an den Samstag. Wäre nur so ein Gedanke vielleicht, dass er den einfach mal den anderen Leuten impft, die es angeht, die was machen können in die Richtung. Also die Frage, ich habe das auch. Machen die Eltern und die Schüler da auch mit? Ich habe das auch erlebt. Ich sehe im Moment nicht, was sie sonst machen. Also wenn wir wirklich einen Lockdown haben, dann langweilen die sich zu Tode. Und da sind die froh, wenn die samstags ein Angebot haben. Und dass die Eltern wegfahren, fällt ja auch weg, weil dieses Samstag-Wochenendausflug haben wir ja dann auch nicht. Also spricht eigentlich nichts dagegen, von meiner Standpunkt aus. Ja, also ich glaube da nicht dran im Moment. Ich habe es als Schüler auch erlebt. Der erste und der fünfte Samstag waren frei und die anderen Samstage waren Schule. Und also erste, fünfte im Monat. Und aber ich glaube nicht dran, wenn man sich mit Schulentwicklungen beschäftigt und sieht, wie schwierig das ist, äußere Strukturen zu verändern innerhalb der Schule. Und gerade wenn man dann noch sagt, also noch weiter über die Schule hinaus regional Veränderungen zu erreichen, da stößt man auf derartig viele Hindernisse. Eins wurde ja schon gesagt, das ist eins, der Schülertransport. Also wir kriegen es ja nicht mal hier in Marburg hin, dass wir sagen können, die Schüler kriegen unterschiedliche Anfangszeiten. Nicht, dass wir das nicht wollen, sondern die Stadt sagt, haben wir nicht, können wir nicht machen. Ja? Das heißt, Schülerinnen und Schüler müssen alle sich in diese Busse reinstopfen und dahin fahren, Corona hin, Corona her. Das ist die Realität bisher gewesen. Also nicht mal das geht. Von daher glaube ich, wird es so unglaublich viele Hindernisse von institutioneller Seite her geben, die dagegen sprechen. Ich sehe es nicht im Moment, aber ich habe mir die Frage auch schon gestellt, wäre das ein Weg? Aber ich glaube, das wäre also ein langer Weg. Wir sind jetzt so in den letzten Minuten des Termins. Gibt es denn noch dringende Fragen, die ihr loswerden möchtet an den Markus? Vielleicht ist auch gar niemand mehr da. Doch, doch, doch. Die Runde ist noch da. Dann stelle ich gerne noch eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, welche Veränderungen ihr bei den Schüler und Schülerinnen wahrgenommen habt jetzt über die Rolle der Lernbegleiter. Ja, das stimmt. Das hattest du auch vorhin schon gefragt, aber irgendwie sind wir dann davon abgekommen. Ganz wichtige Sache. Und das war ja auch die Intention, da eine Veränderung zu bekommen. Also die Veränderung, es gibt natürlich unheimlich viele Veränderungen, aber die von uns intendierte Veränderung, die hat auch stattgefunden. Zum Beispiel, dass man eben diesen Unterricht in einer Klasse, in einem Klassenraum im Prinzip abgeschafft hat, bedeutet für Schülerinnen und Schüler eben, dass man nicht mehr diese Rolle in diesem, man kann das ja mit einer Bühne vergleichen, mit einer Arena, so eine Situation in der Klasse. Und jeder Schüler und auch der Lehrer oder die Lehrerin haben ihre Rolle in diesem Setting. Ja? Es gibt eben den, der immer den Clown macht und dann gibt es den Sidekick des Clowns und so weiter. Das sind so verschiedene Rollen und die sind sehr fest, die Rollen. Man kommt da kaum raus, auch aus seiner Rolle, die man als Lehrer und Lehrerin einnimmt. Das sind oft sehr, sehr, sehr feste Dinge. Und es gibt eben viele, die sich dann gar nicht einbringen in so einer Klassensituation. Und andere sind immer laut und. Jeder hat so sein Ding. Und wir haben eben festgestellt, dass dadurch, dass wir die Strukturen völlig verändert haben, tatsächlich eben Schülerinnen und Schüler, die
es leise brauchen, die gehen eben an ihren Schreibtisch im Lernatelier. Andere, die zusammenarbeiten wollen, gehen in die Lernlandschaft. Dort können sie aber auch nicht einfach stören, weil es ja allen auffällt. Es merkt, also es ist nicht nur was, was sozusagen in diesem Klassensetting bleibt, wo sich ja alle dran gewöhnt haben, sondern viele, viele Kinder kriegen mit und auch Kollegen und Kolleginnen kriegen mit, da nervt jemand ganz beträchtlich und das war ja gestern auch schon so und deswegen findet das in der Regel so nicht statt. Das heißt, es gibt durchaus die Situation, dass es mal zu laut ist, weil alle zu laut sprechen in der Lernlandschaft. Aber es ist nicht so, dass da ständig solche Kaspereien nur stattfinden, sondern es gibt ein Verhalten, im Prinzip ein erwünschtes Verhalten, was der Arbeit zuträglich ist. Diese Entwicklung kann man erkennen. Natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die schneller lernen zu entscheiden, wann kann ich, welche Aufgabe kann ich wann, wo, mit wem gut machen oder wann gehe ich lieber an meinen Schreibtisch und mache das Ganze in Ruhe und kann da vielleicht auch mal durchschnaufen, die Stille genießen, die frische Luft von den aufgerissenen Fenstern und so weiter. Also ich glaube, dass das eine der besten und wichtigsten Veränderungen hier ist, dass eine gewisse Ermächtigung stattfindet, einmal selber zu wählen, wie möchte ich jetzt arbeiten und wo möchte ich jetzt arbeiten, mit anderen oder allein. Das gibt Kindern die Möglichkeit, wenn sie merken, ich kann jetzt hier nicht mehr still sitzen und in Ruhe arbeiten, ich muss mich jetzt bewegen, gibt denen die Möglichkeit, das zu tun. Können nämlich aufstehen, woanders hingehen, wo sie sich bewegen können, wo sie mit jemandem reden können. Dadurch, dass es kein Unterricht in dem Sinne ist, der von bis geht, können die auch mal fragen, darf ich mal kurz um die Schule rennen? Und dann kann ich auch ganz locker sagen, ja, wir sehen uns in 5 Minuten. Ja, also wenn jemand mal das wirklich braucht, und das gibt es eben. Aber dass diese Ermächtigung, dass die Kinder selber entscheiden können, was möchte ich jetzt wie tun und in welcher Situation befinde ich mich? Ja, das ist was, und das bringt eben auch die Situation, in die man die Kinder bringt und die Lernbegleitung, mit den Kindern das zu besprechen. Wie kann ich selber darauf achten, wie ich mich verhalte und wie kann ich darauf achten, dass ich mich selber wohlfühle, dass sich andere wohlfühlen. Und das ist eben Gegenstand letztlich der Lernbegleitung, natürlich auch der Coachings, aber dass man auch bei den Kindern ist und eben mit ihnen interagiert und mit ihnen darüber berät, wie kann es jetzt konkret für mich weitergehen gerade. Ich fühle mich so und so und das habe ich alles noch zu tun und es wächst mir gerade mein Kopf oder ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich habe doch schon alles. Und also all diese kleinen Dinge, ja, die man dann eben in den Blick nehmen kann, einmal was das persönliche Befinden angeht, aber eben auch was die Arbeit angeht und was auch die Möglichkeiten angeht. Wie kann ich denn jetzt jemanden finden, mit dem ich bin doch schon so weit und die sind alle noch nicht so weit. Ich möchte aber das mit jemandem zusammen machen und so. Ja, welchen Weg habe ich denn jetzt und wie kann ich jemanden finden, der das mit mir macht und solche Sachen, die kann man alle gut begleiten und dann eben die Schülerinnen und Schüler darin bestärken, eben immer mehr selbstständig diese Wege zu gehen. Aber eben immer zur Verfügung zu stehen als Beratung. Und diese Veränderung ist eben gut sichtbar, dass man merkt, dass da eine Kompetenz heranwächst bei Schülerinnen und Schülern für selbstständiges Arbeiten und sich auch wohlfühlen. Ja, soweit, dass eben viele gesagt haben vor den Herbstferien, in Hessen sind schon Herbstferien, können wir nicht einfach hier bleiben, müssen wir Ferien machen. Das sind natürlich nicht alle, aber das waren mehrere Kinder, die da kamen, die sehr traurig waren, dass das schöne Leben zwischen städtischen Sofas und Sitzkissen und Teppichboden und so wegfällt und dass sie jetzt wieder 2 Wochen zu Hause zubringen müssen. Das ist ja ein wahnsinnig tolles Kompliment auch von den Schülern an euch. Ja, toll. Also klingt nach einer sehr harmonischen Entwicklung bei euch an der Schule durch diese Einführung der Lernbegleiter und ich würde sagen auch die Schulentwicklung generell. Und auch eine tolle und super wichtige Entwicklung von Kompetenzen.
genau. Gibt es denn noch was, was du den Teilnehmern zum Abschluss mitgeben möchtest? Naja, ich würde sagen, es lohnt sich, Veränderungen herbeizuführen. Und wenn man das wirklich möchte und sich interessiert, lohnt es sich absolut, Schulen zu hospitieren. Wie ich das vorhin schon mal kurz erzählt habe, von meiner Schule sind auch gerade jetzt drei Kollegen und Kolleginnen unterwegs und schauen sich die Alemannenschule in Bad Oeschingen an, die waren da noch nicht. Und ja, wir machen das regelmäßig. Wir schauen uns verschiedene Schulen, die uns interessieren, an, um einfach ja, da die guten Dinge uns anzuschauen und zu schauen, was können wir davon für uns ableiten und vielleicht in ähnlicher oder eben ganz anderer Weise umsetzen. Aber ich glaube, das sind so die wichtigen Dinge. Veränderungen muss man machen. Also da kann man viel drüber reden, aber letztlich muss man sie in die Hand nehmen und ja, gucken bei anderen Schulen. Das hilft, glaube ich, sehr gut. Kann man denn auch bei euch hospitieren? Bei uns hospitieren täglich quasi auch Leute. Es ist bei vielen Schulen, die Veränderungen machen, ist das der Fall. Ja. Und ja, im Moment ist es natürlich ein bisschen schwieriger mit Corona. Und es kann auch sein, dass es jetzt in den nächsten Wochen, wenn es vielleicht doch wieder durch die Decke geht, wieder schwerer möglich ist. Bei den Infektionszahlen im Sommer ging es irgendwie dann doch ganz gut. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt möglich ist nach den Ferien, wie sich da die Lage entwickelt. Aber grundsätzlich wird bei uns viel hospitiert und das ist möglich. Wie kann man euch denn erreichen, wenn jetzt jemand, der hier dabei war oder auch im Nachgang das Video sieht, Lust hat, mal bei euch vorbeizuschauen? Naja, also man könnte zum Beispiel die Homepage richtsbergschule.de sich anschauen und da findet man eigentlich alle Kontakte, die man braucht, um, ja. Ja, super, danke. Dann, ja, erstmal herzlichen Dank an dich, Markus, für die ganzen Einblicke, super spannend und auch danke an die Teilnehmer für eure Fragen und auch Anregungen. Ich würde noch kurz sagen, also noch so einen kurzen Ausblick geben, wie es weitergeht. Und zwar, ich weiß nicht, die meisten von euch sind wahrscheinlich schon in der Community. Falls ihr es noch nicht seid, könnt ihr euch dort gerne anmelden. Dort findet auch Austauschmöglichkeit statt zum Thema in unserem Themenfeld-Channel. Und dort ist auch Material hochgeladen von unserer ersten Veranstaltung zum Thema, auch nochmal ganz viel zum Nachlesen, Interviews, was ihr euch da anschauen könnt. Und am 20.10. in 5 Tagen findet der nächste Termin statt, nochmal mit der Silke Weiß. Da könnt ihr auch nochmal viele Fragen stellen. Vielleicht habt ihr auch nochmal Fragen zu dem Material, was dort gepostet wurde. Dann genau, ist das der Termin. Und ja, ansonsten nochmal herzlichen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.